So. Na schön, ich bin wieder hier. Ja, warum wohl? Och nö. man sieht den Eingang mittlerweile, er ist sau schlecht, wissen wir. Es geht hier trotzdem rein. Habe ich Kalian Sub dabei, ja. Sag mal, eine Beleuchtung habe ich aber nicht dabei, ne? Beleuchteten Helm, Bergbauhelm. Shit. Und ein Ding mit Lampe habe ich auch nicht dabei. Na, hoffentlich ist es hell genug. Ich brauche Artefakte. Und zwar habe ich zwar tausendfach das Artefakt des Hunters. Und ich habe auch noch Artefakt vom Rudel mir geholt, ein zweites Mal. Muss ich mir eh noch ein drittes Mal holen, weil, wie gesagt, das finde ich nicht. Ich habe es nochmal versucht mit dem Artefakt Spot mich direkt zu porten. Ich finde es nicht. Keine Ahnung. Ich habe das früher mal gefunden. Als die Höhlen noch ein anderes Aussehen hatten, war es okay, habe ich es gefunden. Nach dem Höhlenriedern finde ich nichts mehr. nee, aber das Problem ist folgendes: Ich brauche die Brutmutter noch auf Alpha, auf Gamma. Auch wenn es natürlich Bullshit ist, weil Gamma ist das Billigste, aber. Um den Ascension, den Aufstieg zu machen, den man ja auf Alpha, Beta und Gamma machen kann. Gamma ist das Schlechteste. Aber ich muss mit Schlechtesten anfangen, weil sonst überspringe ich Level. Ja? Weil ich kriege ja dadurch Level-Boni oder so Scherze auch. Und ich weiß nicht, was man noch kriegen kann. Brauche ich, also für Gamma, auch die Gamma-Trophäen. Ich habe aber die Brutmutter-Trophäen noch nicht auf Gamma. Also muss ich die halt nochmal auf Gamma-Status besiegen. Naja, es wird wahrscheinlich schneller Spaß. Bam, bam, weg ist sie. Wir haben ja gesehen, Alpha ist schon Herausforderung. Das haben wir auch auf Ragnarok schon gesehen. Oder Ragnarök. Ja, mit dem Drachen und dem Manticore. Also die haben mir schon gewaltig zugesetzt. Wie jetzt genauso die Brutmutter, die hat mir einen Bären getötet. Haben wir auch gesehen. War ein kurzes Video, 7 Minuten oder so. Naja. Hier bin ich jetzt, um das Artefakt auf Clever? Clever oder Massive? Ich glaube, das ist Massive hier, das Gewaltigen zu finden, ja. Hier drin dürfte es keine Schlangen geben. Keine Artoplura. Ist schon mal was. Wobei, Moment. Ich weiß nicht, ich glaube, das stimmt nicht. Das ist ja veraltet schon wieder. Naja, wir gucken mal. Erstmal müssen wir eh runter. Ich weiß jetzt nicht, ob das später hell genug wird. Ich weiß es nicht. Sie haben einen Redan gekriegt, die Höhlen. Ist klar. Ich muss natürlich nachher die richtige Munition gleich auswählen. Ja, gut, durch die Lava könnte es hell genug sein, ne? Eigentlich. Könnte es hell genug sein? Ja, ist es. Okay. Gucken wir mal. Ich denke auch, ich werde ein bisschen mit God Mode arbeiten. Mal gucken. Weil ich will einfach nur jetzt hier das Artefakt haben. Wobei ich das hier, glaube ich, sogar gefunden hatte. In der Höhle gibt es die Lofo. Ja, weil die ist. Oh, und jede Menge Onyx sehe ich gerade. Das sag mal, seid ihr blöd? Power Matrix Require. Zum Nachladen brauche ich eine Power Matrix. Was ist das für ein Bullshit? Was ist mit denen los? Die sind wohl leicht bescheuert oder was? Ja, ich bin wahrscheinlich einfach noch nicht in ihr Ding reingespawnt. Dass sie mich eigentlich, dass sie eigentlich auf mich reagieren würden. Jetzt reagiert er. Ha, bisschen zu spät, du Penner. Naja, was soll's. So, ich glaube, das war auch so. Ich muss mich nachher zum Artefakt porten, weil ich nicht hinkomme. Hi, du Knaller. Oh, Scheiße. Na, geht ja noch. Ich werde mir jetzt die nicht auseinandernehmen. Wenn ich Leder mal haben will, dann, naja, dann. Leder brauche ich, glaube ich, eh nicht. Habe ich genug. Chitin würde ich mitnehmen, ja. Vielleicht ein bisschen was von dem Zeug, aber ich werde nicht jeden zerlegen. Das ist einfach zu viel. Oh, da ist ein Skorpion. Ja, von wegen einer. Oh, fuck. Komm her. Wieso backst du eigentlich im Boden drin, du kleiner Hässler? Was ist mit dir kaputt? Seltsam. Was hast du im Inventar? Ist es was Wertvolles? Nein, danke. Oh, Scheiße. Da kommt da dein Bruder noch. Also Skorpione und Spinnen gibt es hier, ich glaube aber keine Art Doppelhörer, wobei das Bullshit wäre eigentlich, müsste es hier genauso geben, weil
die mögen es heiß. Das haben wir doch in, auf Scorched Earth gesehen. Die waren doch am Vulkan. Boah, Spinnies. Leck mich doch am Bobs, du blöde Fotze. Ja, ja. So, liegt der jetzt alle? Ich muss das mal wieder andersrum sortieren. Jedes Mal will ich für zwei, will ich die... Sag mal! Will ich die Ding mit der 2 aufnehmen. Ah! Halt dich. Hui! Ah ja, ich habe doch noch einen Godmode drin, sonst hätte ich jetzt gerade Schaden gekriegt. Ich hatte nämlich vorhin auf dem Weg hierher an. Ich könnte ihn eigentlich ausmachen. Weil so schlimm ist es hier ja auch nicht. Komm. Aus. Ist doch egal. Lass mal die Rüstung ein bisschen demolieren. Wir können eh genug wiederherstellen. Mittlerweile ist ja auch der Spaß vorbei, dass das schwierig ist mit Kristall. Weil ich habe ja diese Bohrer mir geholt. Passt alles, das ist okay. Also was soll's, dann lassen wir uns ein bisschen die Rüstung zerstören. Worauf es mir jetzt aber ankommt. Ist ja eigentlich sowieso nur das Artefakt. Da hinten wartet ein Skorpion, man sieht ihn schon. Und da ist ein Dilo. Ja? Die gibt's hier halt auch. Und es gibt eine Chance... Aha, ich hab ihn erwischt. Es gibt eine Chance auf Megalania und Megalosaurus. Allerdings sehr, sehr selten und unwahrscheinlich, aber es gibt sie. Mal ein bisschen aufpassen. Ich muss das eigentlich echt wieder ändern. So, ach ja, die spawnen jetzt sehr, sehr schnell. Ist spät, also ich habe genug... Was ist denn? Schnauze, du Hässlon. Ich habe genug Zeit, ne, die auseinanderzunehmen. Sag mal. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Da ist doch nichts dazwischen. Was soll denn da dazwischen backen? Sowas nervt ein bisschen. Jetzt muss ich mich praktisch schon fast erwischen lassen, damit die mal reagieren, oder was? Was ist das für ein Bullshit? So, jetzt ist er weg. Ja. Da hinten ist ein Dilo. Da kommt ein Hässlon an. Ist auch weg. Tschüss. Ich habe ja genug Munition. Ich kann mir auch jederzeit neue holen. Weiß nicht, warum ich die immer nicht mit gleich mit Waffe gemacht habe. Ich habe die das letzte Mal, glaube ich, echt versucht, mit dem Schwert zu machen, um mir die Munition zu sparen. Wozu? Meine Fresse, ich habe genug. Da hinten ist ein Skorpion, sehe ich. Ist nur die Frage, wie es da überhaupt lang geht. Da ist ein Dilo. Sag mal, willst du mich verscheißern? Danke. Den habe ich in den Schwanz getroffen und dadurch getötet. Ja gut, warum nicht? Ich meine, stell dir vor, du wirst in den Schwanz getroffen. Ich glaube, das tut auch weh. Das ist ein dummes Gelaber, ey. Quält mir schon wieder. Ach, das war jetzt Bullshit. Ich wollte doch nicht das Fleisch. Ich bin doch doof. Ach ja. Intelligenz. Was sagen Sie als Unbeteiligte eigentlich zum Thema Intelligenz? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier irgendwo lang geht oder nicht. Why? Holla die Waldfee. Ach, das ist der Falsche. Das ist gar nicht der, der auf mich aufmerksam wurde. Der auf mich aufmerksam wurde, ist wahrscheinlich die Lava gefallen, ne? Ist das ein Banner? Oh Mann. Geil. Ja, hier mit der Lava müssen wir natürlich höllisch aufpassen. Denke mal, es geht hier weiter, oder? Wenn man es wüsste, wäre man schlauer, ne?
könnte ja auch meinen Awesome Spyglass nehmen, dann würde ich doch sehen, was los ist. Da ist ein Onyx, da hinten ist ein Skorpion. Na? Wir haben doch gesagt, das ist doch viel einfacher so. Da man sieht schon, wlum, wlum, wlum. Aber es ist halt wieder die Frage, wie man am besten hinkommt. Sag mal. Das ist doch Verarsche, oder? Aber volles Ballett. Ach ja. Da oben sind, unten sind Spinnen. Komme ich jetzt hier rüber oder nicht? Wenn ich jetzt runterstürze in die Lava und sterbe, ne? Weißt du was? Fliegen wir schnell. Wo ist mein Fly? Das ist mir doch echt zu blöd. Oh, willst du mich verscheißern? Jetzt habe ich es anscheinend erwischt. Ja, genau, die Info kommt ja sehr spät wegen dem Ding. Die kommen ja da so spät an, die Informationen. Wenn man dieses Zielfernrohr hat, dieses Awesome Spyglass. Das haben wir ja schon gesehen im letzten Part. Vorletzten, glaube ich. Habe ich erwischt. Habe ich nicht erwischt. Muss nur aufpassen, wie gesagt, nicht ins Wasser, und ich darf auch mit dem God-Mode, mit dem Ghost-Mode nicht ins Wasser, weil sonst despawns. Das haben wir. Hier ist mein Feuer vom ersten Besuch noch. Geil. Da hatte ich mir mal Fleisch gebraten, weil ich. Oh, Stichwort Fleisch gebraten. Nicht fallen lassen, verbrauchen will ich es eigentlich. Wieso kann ich das nicht? Ach so, weil ich fliege, du Idiot. Deswegen. Alles gut, warte mal. Das hören wir dann gleich mal auf und dann passt das auch wieder. Jetzt erstmal schnell. Komm, du darfst auch sterben. Du natürlich auch. Wirst du wohl sterben, danke. Jetzt wurden sie rot. Da wurde noch einer rot. Der ist irgendwo anders aufgetaucht. Der wird mir gleich eine verpassen, weil ich wieder zu blind bin. Ja, es ist nervig. Oh, der ist bereits aggro geworden. Der hat mich schon gesehen. Da habe ich nicht aufgepasst. Hä? Ach, die backen unter mir rum. Ja, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich Blödsinn machen. Da werdet ihr nämlich jetzt runterfallen. Das ist natürlich nicht so sinnvoll für euch, aber es tut mir leid. Das Chitin nehme ich gerne mit. Kann ich gebrauchen für Zement. Wenn wir schon mal hier sind in der Höhle, kann man. Ist da ein Dave? Moment. Wey! Hi, Spinny! Immer schön auf dem Arsch, das mag die Spinny. Wie war das? Sag mal. Gehst du jetzt weg? Danke. Ja, manchmal sind die Viecher ein wenig verbuggt. Der Skorpion liegt da unten, den habe ich erwischt. Komische Sache, das. Geh sterben, danke. Weiter. Ja, wenn ich dich voll sehe, ich glaube, dann kann ich auch davon ausgehen, dass ich dich erwische. Da unten machst du. Das müssten die Skorpione sein. Ach, hi! Ja, ihr habt ja voll die Scheiße gebaut. Jetzt stürzt ja auch noch die Lava runter und ich kann euch nicht looten. Ihr seid ja Arschlöcher. Naja. Ist dann so. Ich hab ja trotzdem genug. Wow, aua! Du kleiner Arsch! Och, geh sterben, Mann. So, wo geht's weiter? Da war das Campfire, hier geht's weiter. Wo sind die Spinnen? Ach, die sind um die Ecke. Ja, jetzt habe ich sie auch erwischt. So, dann kommt mal her, ihr Mistviecher. Ja, haben wir doch schon mal ein paar. Ja, also hier sieht man keinen einzigen Artoplöra. Ich verstehe es nicht ganz, weil normalerweise müsste er ja genauso hier wohnen können. Weil auf Ragnarök wohnt er ja auch.
Es ist ein bisschen komisch, aber naja. Tschüss. Tschüss. Wo ist denn die Spinne eigentlich hin, die hier rumgepackt? Die greift mich nachher wieder irgendwas aus dem Hinterhalt an. Kennt doch die Scherze. Wenn ich schon nicht mehr mit rechne. Ja, deswegen habe ich aber gesagt, ich lasse jetzt mal den God-Mode draußen, weil ich kann es mir leisten. Was soll denn das? Ich habe auch noch Ersatzrüssi dabei. Alles gut, Mann. Wo sind die Araneo? Das gibt's doch nicht. Ja, da sind die los. Seltsame Sache. Wo ist denn die Spinne hin? Ist sie in die Lava gefallen, ne, beim Versuch zu mir zu kommen? Bestimmt. Blödes Vieh. Ja, ich denke, ich werde gleich mal das ganze Fleisch wegschmeißen, was ich hier sinnlos dabei habe. Weil das brauche ich nur absolut nicht. Da ist sie. Na, Mädel? Alles gut bei dir? Nee, man merkt's. Du hast leichte Schwierigkeiten. Na komm. Komm, ich gebe dir sogar Zeit. Ich lasse dir einen Vorsprung, bevor ich schieße. Komm jetzt her. Ist die doof, Alter. Ist die bescheuert. Die war schon richtig. Ist die bescheuert? Wo sind die hin? 100 Pro greift die mich nachher aus dem Hinterhalt an, weil sie jetzt in der Wand verschwunden ist. Das ist immer so voll toll. Den habe ich erwischt. Ein Bullshit, echt wahr. Wo ist denn die Spinne hin? Jetzt sieht man es ja auch nicht mehr. Hä? Ich wollte gerade sagen, den erwische ich doch. Oh! Ist so daneben geschossen oder hat er so ein gutes Level gehabt? Wo ist denn die Spinne hin? Was ein Bullshit, ey, echt. Naja. Oh. Du bist jetzt wahrscheinlich wieder... Oh! Alter! Ihr backt teilweise rum, ne? Das ist eine wahre Pracht. Irgendwo hier in der Wand ist 100 Pro auch noch die andere Spinni. Das ist Wahnsinn. Gut, gut. Ich sag hier danke fürs Zuschauen. Ich hol mir das Artefakt. Wie gesagt, ich fliege jetzt hier ein bisschen. Ja. Na. Ich habe zumindest den God-Mode rausgemacht. Wir wissen ja. Oh, da ist schon das Artefakt. Okay, ich hol's mir gleich. Ich guck mal, was hier noch so schön ist. Gibt vielleicht, finde ich, eine schöne Loot-Crate. Hier hatte ich ja mal die tausender Schotze gefunden. Über 1000. Die ich ja leider verloren habe beim Sterben. In der Eishöhle. Ich intelligenter Kopf. Das war da, wo ich dann mich zurückgecheatet habe. In die Eishöhle, ne, wo ich dann zurückgeflogen bin schnell und habe mir möglichst alles wieder geholt, aber ich kam an die Leiche nicht komplett ran. Ich habe nicht alles gekriegt. War zum Kotzen. Aber gut, was soll's. Wir lernen aus Fehlern. Hofft man doch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nächster Part ist dann die Höhle am Vulkan. Um das nächste Teil... Ja, klar, hier habe ich mir noch die Teile hingebaut. Das ist alles noch von mir. Ha! Nächster Part ist dann, wie gesagt, das, um das nächste Artefakt zu kriegen. Da ist ein gelber Loot-Container. Da können wir mal schauen. Weißt du was? Das machen wir noch schnell onscreen. Was da drin ist, können wir mal gucken. Oh, hi. Na? 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 Ich höre was. Aha, habe ich gedacht. Okay, tschüss, Blödmann. So, was ist denn drin? Versorgungskiste. Gucken wir mal. Naja, toll. Au! Geh doch sterben, Arschloch. So, und da ist das Artefakt. Okay, bis dann. Na, Spinni. Sag mal. Suchst du eigentlich Stress? Mann, ey, nervt mich doch nicht. Bis dann.